Hier ist die aktuelle Kamera mit dem Wochenrückblick von Samstag, dem 22. Juni 2024. Guten Abend, meine Damen und Herren. Auch Musiker werden zuweilen, wenn sie eine gewisse Mainstream-Blase verlassen, damit konfrontiert, dass Mehrheiten sich doch etwas anders gestalten, als die PR-Abteilung der Imperialisten das gerne hätte. Rod Stewart durfte das jetzt in Leipzig erleben, die Nachdenkseiten berichten. Ein trauriger Abend, das sei es laut Frankfurter Allgemeiner Zeitung gewesen. Die Rede ist vom Samstagabend und einem Konzert des schottischen Sängers Rod Stewart. Und das Blatt hat recht. Es war tatsächlich ein trauriger Abend. Allerdings anders, als es FAZ-Autor Bernhard Spring meint. Traurig war nicht, dass das Publikum Stewart für seine Hetze gegen Putin ausbuhte. Das war stark. Traurig war, dass der Weltstar auf der Bühne vor einem Bild des ukrainischen Präsidenten Zelensky salutierte. Das war traurig, verstörend und zeigt einmal mehr, Gratismut ist weit verbreitet. Es gab eine Zeit, da hat die Musik das dreckige Spiel westlicher Kriegspolitik durchschaut. Musiker und Bands haben Kriege mit wahrlich kritischen Worten angeprangert und heute salutieren vor dem Krieg. Genauer gesagt, Rod Stewart hat gezeigt, wohin es führt, wenn ein Musiker ein Statement zur Weltpolitik abgeben will, die er intellektuell nicht durchdrungen hat. Fuck Putin, hat Stewart laut Medienberichten bei seinem Auftritt ins Mikro geschrien. Doch damit nicht genug. Auf großer Leinwand hinter dem Sänger ist ein Bild des ukrainischen Präsidenten Volodymyr Zelensky zu sehen. Stewart dreht sich um und salutiert vor dem Präsidenten. Vermutlich glaubte Stewart, er würde vor einem Präsidenten stramm stehen, der doch ein Held sein muss. Schließlich ist Zelensky etwa nicht derjenige, der den großen Mut hat, die schwache Ukraine gegen einen schier übermächtigen Gegner zu verteidigen? Ist Zelensky etwa nicht der Präsident, der einem brutalen, rücksichtslosen Überfall Russlands auf sein Land die Stirn bietet? Ist er etwa derjenige, der sich mit seinen Landsleuten gegen Russland zur Wehr setzt und damit uns allen einen Schutz vor feindlichen Soldaten bietet? Stünden russische Soldaten nicht morgen schon in Berlin, wenn die Ukrainer sie nicht daran hindern würden? Ja, so sieht wohl die Wahrnehmung aus, wenn man die Medienmentalität aus den Gazetten des Mainstreams als Abbild der realen Realität betrachtet. Tragisch ist das. Sehr tragisch. Stewart verfügt aufgrund seiner Bekanntheit über die Möglichkeit, ein Statement abzugeben, das dringend benötigt wird. Die Gefahr eines großen Krieges ist Realität. Hier sind insbesondere die großen Künstler gefragt, die die Lügen und Manipulationen der Politik durchschauen. Künstler, die die Bühne nicht zur Pseudokritik nutzen und damit einmal mehr den weit verbreiteten Gratismut bedienen. Künstler sind gefragt, die begreifen, dass von großen Medien verbreitete Wahrheiten oft genug machtelitär und weltanschaulich kontaminiert sind. Das heißt auch, dass hinter den scheinbar unumstößlichen Erzählungen handfeste Machtinteressen stehen. Künstler, die das begreifen, wissen, die Kriegssituation in der Ukraine ist nicht durch einen Akt putinscher Selbstzeugung entstanden. Auch wenn Russland die Ukraine überfallen hat, sie ist im Hinblick auf eine schmutzige Tiefenpolitik und handfeste geostrategische Interessen vor allen involvierten Parteien zu verstehen. Fuck Putin, das lässt sich leicht sagen, von der sicheren Bühne, die über 2000 Kilometer entfernt von der Front steht. Fuck Putin, das lässt sich auch leicht sagen, als Weltstar, der vermutlich auf zig Millionen gebettet ist, während so manch armer Ukrainer, der aufgrund fehlender finanzieller Mittel den Absprung aus dem Land nicht geschafft hat, von Rekrutern auf der Straße gegen seinen Willen eingezogen wird. Fuck Putin, das hilft den hunderttausenden toten, verstümmelten und traumatisierten Soldaten keinen Millimeter weiter. Stewart zeigt mit seinem Auftritt, was passiert, wenn die Einverleibung eines Feindbildes abgeschlossen ist. Dann ist die Ursache für ein Übel dieser Feind. Und auf diesen richtet sich die Wut. Für die Komplexität der Realität ist kein Platz mehr. Weite Teile des Leipziger Publikums haben großen Respekt verdient. Videoaufnahmen zeigen, sie haben sofort begriffen, dass Stewart mit seinem Verhalten zum Propagandisten mutierte. Und schnell hat das Publikum mit Pfiffen und Buhrufen reagiert.
Aus psychologischer Sicht war das bestimmt nicht einfach. Wer geht zu einem Konzert von Stewart? Es müssen Fans sein. Leute, die viel Sympathie und Liebe für den Musiker und seine Lieder aufbringen. Da kostet es Überwindung, den Künstler, den man eigentlich mag, den man eben noch applaudiert und den man gefeiert hat, auszubuhen. Das Leipziger Publikum hat viel Rückgrat bewiesen. Respekt. Mit einem traurigen Abend hat das Verhalten des Publikums nichts zu tun. Im Gegenteil. Stewart hingegen hat mit seinem Verhalten einen tatsächlich traurigen Auftritt abgeliefert. Stewart kam als Weltstar, gelandet ist er als Bettvorleger einer komplexen Machtpolitik, die er nicht durchschaut hat. Tragisch. Dass die rechten Flügel von CDU und AfD gar nicht weit genug voneinander entfernt sind, um etwaige Brandmauern glaubwürdig erscheinen zu lassen, bewies nun die Unionsjugendorganisation Junge Union, die Tagesschau berichtet. Auf einer Weihnachtsfeier der CDU-Jugendorganisation in Mönchengladbach sollen im vergangenen Jahr ausländerfeindliche Gesänge angestimmt worden sein. Der Staatsschutz ermittelt jetzt. Laut Staatsanwaltschaft geht es um eine Weihnachtsfeier der Jungen Union Mönchengladbach, die im vergangenen Dezember in der Geschäftsstelle des CDU-Kreisverbands stattfand. Einzelne Mitglieder der Jungen Union sollen dort, so der Vorwurf, zur Melodie des Songs L'amour toujours von Gigi D'Agostino ausländerfeindliche Texte gesungen haben. Deutschland den deutschen Ausländer raus. Vor wenigen Wochen hatten Feiernde auf Sylt die gleichen Textzeilen gesungen, was deutschlandweit für Empörung sorgte. Hinweise auf die ausländerfeindlichen Gesänge hatten offenbar andere Besucher der Weihnachtsfeier gegeben. Nach eigenen Angaben hat der CDU-Kreisverband selber die Polizei eingeschaltet. Man habe aber darauf verzichtet, die Öffentlichkeit zu informieren, um die Ermittlungsarbeit nicht zu beeinflussen, heißt es in einer öffentlichen Stellungnahme. Ja, na klar. Die CDU Mönchengladbach nimmt diese Vorwürfe sehr ernst und verurteilt ein solches mögliches Verhalten aufs Schärfste, erklärte der Mönchengladbacher CDU-Vorsitzende und Landtagsabgeordnete Jochen Klenner am vergangenen Freitag dem WDR. Die Staatsanwaltschaft Mönchengladbach bestätigte die Ermittlungen gegen mehrere Personen wegen eines Anfangsverdachts der Volksverhetzung. In den kommenden Wochen soll entschieden werden, ob Anklage erhoben wird oder nicht. In den vergangenen Wochen hat es zahlreiche ähnliche Vorfälle gegeben. Über die Fortsetzung der Einschränkung der Meinungsfreiheit schreibt die Zeitung Unsere Zeit. Das hatte sich Innenministerin Nancy Faeser, SPD, anders erhofft. Der mediale Hype der willfährigen Hauptstadtpresse blieb aus. Bis dato lassen die Reaktionen auf das am 22. Mai vorgestellte Strategiepapier Gemeinsam für Demokratie und gegen Extremismus auf sich warten. Faeser stellte fest, unsere Demokratie ist unter Druck und warnt auf 57 entnervend langatmig verfassten Textseiten von der um sich greifenden Unterwanderung der als sicher und unerschütterlich geglaubten Ordnung der Bundesrepublik Deutschland. Mit extremistischen Handlungen, Desinformationskampagnen und Cyberangriffen auf staatliche Stellen versuchen die Feinde der Demokratie, diese zu schwächen und zu destabilisieren. Besonders im digitalen Raum werden Hass und antidemokratische Einstellungen mannigfaltig verbreitet und zum Teil sogar als mehrheitsfähig wahrgenommen. Die Situation ist ernst. Da muss das Innenministerium mit den Getreuen des Verfassungsschutzes wahrlich neue Konzepte zum Kampf um die Köpfe einsetzen. Das Problem des Strategiepapiers ist, dass es den Leser, sollte er es tatsächlich geschafft haben, sich durch das Dickicht verschachtelter Nebensätze zu kämpfen, mit beklommener Ratlosigkeit zurücklässt. Was in den kommenden Monaten ins Haus steht, immerhin das lässt sich herauslesen, Radikalisierungstendenzen frühzeitig erkennen und vorbeugen, Prävention ausbauen und Verschwörungserzählungen, Desinformation und Hass im Netz besser erkennen und konsequent begegnen. Eigentlich nichts Neues also. Zur Tagesordnung sollte man gleichwohl nicht übergeben, verrät das Papier doch einiges über den Abbau demokratischer Rechte und die grobe Linie des fortgesetzten reaktionären Staatsumbaus. Diesmal geht es nicht um den Ausbau des politischen Strafrechts und die Effektivierung der Strafverfolgung, sondern um den vorgelagerten Phänomenbereich, sprich
verschwörerisch ausgerichtetes Gedankengut, also um das Denken, das auf dem Sprung ist, in extremistisches Handeln umzuschlagen. Denn unsere Werte stehen nicht zur Disposition. Dass es in Zukunft in dieser Frage kein Pardon mehr gibt, will Faeser mit allen Mitteln durchsetzen. Ob mit Bildungsangeboten, die das ganze Leben begleiten sollen, oder ihrem breiten Raum einnehmenden, ganzheitlichen Demokratiekonzept. Ganz meint ganz. Das wird deutlich, wenn es beispielsweise um die Prävention geht. In 3 Stufen soll primär, sekundär und tertiär dafür gesorgt werden, dass aufrührerisches Denken im Zaum gehalten wird. Während sich das Innenministerium auf Stufe 1 und 2 um Menschengruppen und Organisationen kümmert, ist die tertiäre Prävention als Sorge um das Individuum beschrieben. Denen, die von der Bahn abgekommen sind, soll der Ausstieg aus verschwörungstheoretischen Zusammenhängen erleichtert werden. Eine Taskforce zur frühzeitigen Erkennung missliebiger Meinungsbilder ist schon gebildet worden. Von dieser Spielart gedankenpolizeilicher Prävention wird in Kürze mehr zu hören sein. Warum die bürgerliche Journalie solche Allmachtsfantasien nicht begierig aufgegriffen hat, lässt sich erahnen. Das Strategiepapier strotzt nicht gerade von klaren Aussagen. Bewusst ist es von seinen Verfassern so gehalten, dass sich damit in Zukunft alles legitimieren lässt. Es folgen internationale Meldungen. Farce in der Schweiz. Über die sogenannte Friedenskonferenz in der Schweiz berichtet die Berliner Zeitung. Viele Länder, die sich selbst zwischen großen geopolitischen Polen sehen und mitten in Kriegen und Konflikten wiederfinden, haben jahrelang auf die Schweiz geschaut. Ob in Eurasien, im Nahen Osten oder Amerika. Es war die Schweiz, die häufig als erstes genannt wurde, wenn es darum ging, mehrere Konfliktparteien an einen Tisch zu bringen. Neutralität made in Switzerland. Ein zentrales Merkmal der Schweizer Softpower-Außenpolitik, das dem Alpenland weltweit Ansehen und Prestige brachte. Doch dieses Bild hat sich mit Beginn der russischen Eskalation des Ukraine-Kriegs maßgeblich geändert, denn die Schweiz schloss sich der westlichen Sanktionspolitik gegen Russland an. Der Bundesrat hat nur wenige Tage nach Invasionsbeginn im Februar 2022 entschieden, die Sanktionen der Europäischen Union gegen Moskau zu übernehmen. Bei der Umgehung von Sanktionsmaßnahmen sollte sich der Kreml nicht mehr auf die Schweiz verlassen können. Denn beim Rohstoffhandel und im Bankensektor ist das Alpenland weiterhin eine der globalen Drehscheiben. Doch seitdem ist die Schweiz in den Augen des Kremls auch ein feindseliger Staat. Und obwohl die politische Führung in Bern darauf pocht, dass man die politische Neutralität mit den Sanktionspaketen gegen Russland nicht aufgegeben habe und Außenminister Ignacio Cassis seit Monaten für seine Konferenz wirbt, wird doch klar, die Schweiz hat sich in ihrer Rolle als global agierender Mittelsmann ins Abseits manövriert. In einem Luxushotel auf einem Berg in Bürgenstock in der Nähe von Luzern fand am vergangenen Wochenende ein Gipfel zum Frieden in der Ukraine statt. Doch statt über Abrüstung, Frieden oder diplomatische Initiativen zu sprechen, bestimmen ranghohe Absagen aus Beijing oder Washington. Moskau wurde gar nicht erst eingeladen, die öffentliche Berichterstattung zur Veranstaltung, die von der schweizerischen Regierung organisiert wird. Die Zahl der Staaten und Organisationen, die ihre Teilnahme am Friedensgipfel bestätigt hätten, ist in den vergangenen Tagen von über 100 auf 78 gesunken. Die Vereinten Nationen zählen derzeit übrigens 193 Mitgliedstaaten. Es besteht ein großes Risiko, dass die ganze Sache zu einem kompletten Fiasko für die Schweiz wird, heißt es in einem Kommentar in der französischsprachigen Schweizer Zeitung Le Temps. Doch während Russlands Fernbleiben in den Organisationen einkalkuliert war, schmerzen die Absagen aus anderen BRICS-Staaten und aus dem globalen Süden. China hat kein Interesse, weil Russland nicht teilnimmt. Dabei bemühen sich die Schweizer insbesondere um eine ranghohe chinesische Teilnahme in Bürgenstock. Südafrika und Brasilien als wichtige geostrategische Vertreter des globalen Südens hatten dem Gipfel ebenfalls eine Abfuhr erteilt. Aus Indien entschieden lediglich eine niederrangige Delegation. Den symbolisch härtesten Schlag in die
Schweizer und westeuropäische Magengrube verteilte jedoch in Washington. Der größte und wichtigste Alliierte der Ukraine. Präsident Joe Biden war nämlich ebenfalls nicht anwesend, da er im Vorfeld der Präsidentschaftswahlen in den USA an einer glamourösen Spendengala in Hollywood teilnahm. Statt mit Zelensky, Scholz und Macron wird der amerikanische Präsident mit Julia Roberts und George Clooney an einem Tisch sitzen. Als Ersatz wurden Kamala Harris und Sicherheitsberater Jake Sullivan in die Schweizer Berge entsandt. Für die Ukraine ein schwacher Trost. Präsident Volodymyr Zelensky nannte die amerikanische Absage einen Applaus für Putin. Die Schweiz hingegen konstatiert eine diplomatische Blamage nach der anderen, bevor die Konferenz überhaupt begonnen hat. Die Parteinahme der schweizerischen Regierung im russisch-ukrainischen Krieg droht sich sogar auf die globalen Finanzströme auszuwirken. Für das Bankenland wäre das eine herbe Klatsche. Der indische Milliardär und Geschäftsmann Samir Mehta attestiert Singapur in einem Interview mit einem österreichischen Investmedium aufgrund der Neuausrichtung weltweiter Lieferketten gute Karten, zum wichtigsten Finanzzentrum der Erde aufzusteigen. Derweil mausert sich das kleine Uruguay zur Schweiz Südamerikas. Uruguay ist eines der wohlhabendsten Länder Lateinamerikas, verfügt über direkte Demokratie, Steuervorteile für Unternehmen und ein strenges Bankgeheimnis. Im arabischen Raum sehen sich die Vereinigten Arabischen Emirate, Bahrain oder Katar als Schweiz des 21. Jahrhunderts. In der Schweiz selbst werden Diskussionen um die geopolitische Ausrichtung des Landes weiter zunehmen, insbesondere nach der Friedenskonferenz in Birkenstock. Das frühere Alleinstellungsmerkmal, mit allen Seiten auf Augenhöhe zu sprechen, droht die Schweiz endgültig zu verlieren. Am Ende könnte die Konferenz die neue Blockbildung sogar beschleunigen. An anderer Stelle schreibt das Blatt: Die Schweizer Friedenskonferenz hatte zwei Ziele. Russland sollte ein Friedensplan präsentiert werden, der keine russischen Annexionen beinhaltet. Und auf dem Papier sollten möglichst viele Nationen vertreten sein, um Moskau zu signalisieren, dass es sich mit einer Fortsetzung der Kampfhandlungen international isolieren werde. Insofern kann der ukrainische Präsident Volodymyr Zelensky die Konferenz in Birkenstock nicht als Erfolg verbuchen. Von den 160 eingeladenen Staaten unterzeichnete am Ende nur die Hälfte eine gemeinsame Abschlusserklärung, in der Russland für den anhaltenden Krieg gegen die Ukraine verantwortlich gemacht wird, der weiterhin umfassendes menschliches Leid und Zerstörung verursache und Risiken und Krisen mit globalen Auswirkungen schaffe. Insgesamt 13 Vertreter, darunter die der in den BRICS vereinten Staaten Indien, Brasilien und Südafrika, verweigerten ihre Unterschrift. Außerdem Armenien, Bahrain, Indonesien, Kolumbien, Libyen, Mexiko, Saudi-Arabien, Suriname, Thailand und die Vereinigten Arabischen Emirate. Sie waren nicht einverstanden mit der einseitigen Schuldzuweisung und fordern, Russland an den Verhandlungstisch einzuladen. Man verhandelt nicht mit seinen Freunden, man verhandelt mit seinen Gegnern, mahnte etwa der Chefdiplomat von Brasiliens Präsident Lula da Silva, Celso Amorim. Und der türkische Außenminister Hakan Fidan gab zu verstehen, dass der Gipfel ergebnisorientierter hätte verlaufen können, wenn Moskau mit an Bord gewesen wäre. Im Westen verhallen solche Appelle bislang. Bidens Vertreterin, Vizepräsidentin Kamala Harris, sagte, Putin will keine Verhandlungen, er will Kapitulation. Putin hatte am Freitag öffentlich seine Bedingungen für ein Friedensabkommen dargelegt. Unverhandelbar sind für Moskau die eroberten Gebiete, die Volksrepubliken in der Ukraine sowie die NATO-Mitgliedschaft der Ukraine. Wenn der Westen akzeptiere, könne es sofort Frieden geben. Dass das Angebot im Westen durchaus in Betracht gezogen wurde, zeigt sich daran, dass am Freitag nach Putins Ansprache die Aktienkurse der führenden europäischen Rüstungsunternehmen deutlich absackten. Allein der Kurs der Rheinmetall-Aktie brach auf dem Höhepunkt um 9% ein. Die Friedensofferte Putins vernichtete am Freitag rund 6 Milliarden Euro an Börsenwert. Das wiederum bedeutet, dass sich einige Aktionäre am Krieg eine goldene Nase verdienen und ein Interesse an einer Fortsetzung der Kämpfe haben. Fette Beute. Über versteckte Hintergründe für den Ukraine-Krieg berichtet die Berliner Zeitung. Die Ukraine braucht Geld. Die Wiederaufbaukonferenz in Berlin sollte Investoren zusammenbringen. Die G7 haben sich darauf verständigt, Kiew 50 Milliarden US-Dollar bereitzustellen, die aus Zinsgewinnen von im Westen eingefrorenen russischen Zentralbankvermögen stammen. Diebstahl auf höchster Ebene sozusagen. Doch wohin genau fließt das Geld?
Im Energiesektor will sich die ukrainische Regierung endgültig von Russland lösen. Bis zum Ende dieses Jahres will Kiew die letzte bestehende Gaspipeline aus Russland kappen. Dafür setzt die Ukraine wie Deutschland auf Flüssiggaslieferungen LNG aus den USA. Das amerikanische Unternehmen Venture Global hat jetzt den ersten Liefervertrag mit der Ukraine unterzeichnet. DTEK, der größte private Stromproduzent der Ukraine, wird noch in diesem Jahr beginnen, eine nicht näher festgelegte Menge an LNG-Ladungen von Venture Global zu kaufen. Die Verträge haben zunächst eine Laufzeit von 2 Jahren. Das Gas wird an der Golfküste Louisianas gefördert und in die Ukraine, aber auch in andere Länder in Osteuropa geliefert. Darüber hinaus hat sich DTEK verpflichtet, über einen Zeitraum von 20 Jahren jährlich bis zu 2 Millionen Tonnen Flüssigerdgas von Venture Global zu kaufen. Das LNG soll aus dem noch im Aufbau befindlichen CP2-Projekt gewonnen werden, das sich ebenfalls in Louisiana befindet. Für die USA lohnt sich das Geschäft. Auch in anderen Bereichen können ausländische Investoren hohe Profite einfahren. Ab diesem Sommer wird die Regierung rund 20 staatliche Unternehmen versteigern, darunter ein großes Einkaufszentrum in Kiew sowie mehrere Bergbau- und Chemieunternehmen. Unter den Angeboten befindet sich auch das Hotel Ukraina in Kiew. Das 16-stöckige Gebäude wurde 1961 unter dem Namen Moskau eingeweiht und ist ein Wahrzeichen der Stadt. Die Privatisierungswelle, die sich über dem Land ergießen wird, soll Geld in den chronisch verschuldeten Staatshaushalt und für die Weiterführung des Krieges bringen. Der Haushalt ist im Minus, sagte Oleksiy Sobolev, der stellvertretende Wirtschaftsminister der Ukraine, in einem Interview mit dem amerikanischen Wirtschaftsdienst Bloomberg. Wir müssen andere Wege finden, um Geld zu bekommen, um die makroökonomische Lage stabil zu halten, der Armee zu helfen und diesen Krieg gegen Russland zu gewinnen. Aus diesem Grunde setzt man nun das Land den neoliberalen Geiern zum Fraß vor. Viele Bürger befürchten, dass die Verkäufe der in der Ukraine weit verbreiteten Korruption zum Opfer fallen könnten. Jewgen Baranov, Geschäftsführer der Kiewer Investmentfirma Dragon Capital, sagte zu Bloomberg, eine Privatisierung könne nur funktionieren, wenn die Regierung als verantwortungsvoller Verkäufer auftritt, der in der Lage ist, potenziellen Käufern Garantien und Entschädigungen zu geben. Vitali Koval, der Leiter des ukrainischen Staatseigentumsfonds, der staatliche Unternehmen überwacht und für die Privatisierung bereit macht, hatte auf der Berliner Wiederaufbaukonferenz ukrainisches Eigentum angepriesen. Koval, ein ehemaliger Bau- und Transportunternehmer, sagte, er betrachte staatliche Unternehmen als Brutstätte für Korruption und andere illegale Aktivitäten. Sein Fonds führe derzeit eine Triage durch, um zu bestimmen, welche Unternehmen privatisiert oder liquidiert werden, beziehungsweise unter staatlicher Kontrolle bleiben sollten. Privatisierung ist gleichbedeutend mit Säuberung, sagte er. Hisbollah und Israel. Über die Auseinandersetzungen mit der Hisbollah im Norden Israels berichtet die Junge Welt. Die US-Regierung hat Israel angesichts der eskalierenden militärischen Auseinandersetzungen mit der Hisbollah an der Nordgrenze vor einem Krieg gegen den Libanon gewarnt. Man fürchte, eine Bodeninvasion im Nachbarland könne den Iran zu einer Intervention bewegen, so die US-Nachrichtenseite Axios in der vergangenen Woche unter Berufung auf 2 US-Beamte. Vom Iran unterstützte Kämpfer aus dem Irak, aus Syrien und anderen Ländern könnten in den Zedernstaat strömen und sich der Hisbollah anschließen. Ein begrenzter oder kleiner regionaler Krieg seien nach Anfassung der US-Regierung keine realistische Option, denn die Situation drohe außer Kontrolle zu geraten. Washington habe Tel Aviv seine Einschätzung überbracht, dass der gegenseitige Beschuss an der Nordgrenze Israels nur durch einen Waffenstillstand in Gaza beendet werden könne. Vertreter der Hisbollah machten ein Ende des Gazakriegs und die Versorgung der dortigen Bevölkerung mit humanitären Hilfsgütern zur Bedingung für ein Ende des längst tobenden, wenn auch bislang begrenzten Kriegs an der israelisch-libanesischen Grenze. Neben dem Entlastungskrieg, der Teile der israelischen Armee im Norden binden soll, um der Hamas und anderen bewaffneten Kräften sowie der Bevölkerung Gazas Erleichterung zu verschaffen, begreift die Partei Gottes ihre Militäroperation auch als Selbstverteidigung, als Schutz des Libanon vor einer Invasion, wie sie Mitglieder der Regierung unter Benjamin Netanyahu seit vergangenem Oktober wiederholt angedroht haben.
Die Warnungen aus Washington erfolgen nicht im luftleeren Raum. Israel steht seit dem 8. Oktober unter täglichem Beschuss aus dem Libanon, der zunächst im Verhältnis zu militärischen Fähigkeiten der Hisbollah sehr begrenzt war, sich aber über die Monate intensiviert hat. Die aus dem Norden evakuierten Israelis werden zunehmend ungeduldig und ihr Vertrauen, dass Staat und Armee für ihre Sicherheit garantieren können, sinkt rapide. So sollen seit dem 8. Oktober 930 Wohnhäuser in 86 Ortschaften beschädigt worden sein. Vor einer Woche brachen im Norden Israels großflächige Brände aus, verursacht durch nicht abgefangene Geschosse der Hisbollah. Laut einer im Mai veröffentlichten Studie des Tel Hai Academic College erwägen 40% der Evakuierten auch nach einem Ende des Krieges nicht in ihre Häuser zurückzukehren. Und seit Mai eskaliert die Situation an der Grenze zusehends. Sowohl in der Armee als auch im Verteidigungsministerium Israels geht man laut dem Bericht von Axios davon aus, dass die militärischen Auseinandersetzungen einen Wendepunkt erreichen könnten. So hatte Hisbollah, die als stärkster bewaffneter nichtstaatlicher Akteur der Welt gilt, zunehmend ihre Fähigkeiten unter Beweis gestellt, auch hochentwickelte israelische Drohnen über dem Südlibanon abzuschießen. Darunter mehrere Hermes-Drohnen. Auf den letzten am Montag erfolgten Abschuss einer solchen Drohne reagiert die Armee mit den schwersten Luftangriffen im Libanon seit Beginn des Krieges am 7. Oktober. Im Mai führte die Hisbollah unter Einsatz einer mit S-5 Luftbodenraketen bestückten Drohne gegen die Ortschaft Metula den ersten arabischen Luftangriff auf Israel seit 1973 aus. Vor einer Woche und erneut am Montag und Dienstag gelang es in ihren Kämpfen, israelische Kampfflugzeuge mit Flugabwehrraketen zum Rückzug aus dem libanesischen Raum zu zwingen. Vor allem aber hat die Hisbollah in den vergangenen 8 Monaten systematisch Überwachungsanlagen an der Grenze zerstört. Je größer die Lücken in der Luftverteidigung Israels werden, desto ungestörter und tiefer können Raketen bis ins Innere des Landes geschossen werden. So gab es am Mittwoch von der Hisbollah rund 160 Vergeltungsangriffe in Reaktion auf die gezielte Tötung ihres ranghohen Kommandeurs Talib Abdallah in der Nacht zuvor, die nach Medienberichten bis Tiberias am See Genezareth reichten. Dabei bedient sich die Hisbollah immer präziserer Waffen. Zerstört wurde auch der 230 Millionen US-Dollar teure Spionageballon Skydew, der entwickelt worden war, um tieffliegende Drohnen und Raketen zu erkennen, etwa aus dem Libanon, dem Irak und aus Syrien. Auch die Meron-Überwachungsbasis, die für die Einsatzfähigkeit der Luftwaffe von entscheidender Bedeutung ist, wurde mehrfach getroffen. Sie ist neben Mizpeh Ramon im Süden einer der Hauptstützpunkte in Israel und für die Koordinierung und Durchführung aller Luftoperationen im Libanon und in Syrien verantwortlich. Die gezielten Angriffe der Hisbollah auf das Überwachungssystem nach eigenen Angaben hat sie bereits mehr als 1650 Bestandteile des Geheimdienstüberwachungs- und Angriffssystems zerstört, haben die eiserne Kuppel, Iron Dome, empfindlich beschädigt. Das würde es auch dem Iran deutlich erleichtern, Israel anzugreifen. Vor wenigen Wochen konstatierten israelische Medien, darunter das Portal Ynet, die Hisbollah habe bislang lediglich 5% ihres Waffenarsenals eingesetzt, der Norden habe sich aber dennoch längst zur Hauptfront entwickelt. Die Hisbollah erziele präzise Treffer und sei immer erfolgreicher bei ihren Versuchen, die Luftabwehrsysteme zu umgehen. Israelische Militärs und Geheimdienstler sprechen immer dringendere Warnungen aus, insbesondere vor einem Krieg gegen den Libanon. Israel sei durch die Hisbollah einer existenziellen Bedrohung ausgesetzt, warnte etwa der israelische Generalmajor der Reserve Gershon HaKohen im israelischen Fernsehkanal Channel 14. Die Armee verfüge nicht über die Fähigkeiten, die Bedrohung durch die Hisbollah zu beseitigen. Die Russen und Kuba. Über den Besuch russischer Kriegsschiffe in der kubanischen Hauptstadt berichtet die Junge Welt. 4 Schiffe der russischen Marine sind am Mittwoch zu einem 6-tägigen Freundschaftsbesuch in den Hafen von Havanna eingelaufen. Auf dem Weg zur Insel wurden nach Angaben des Verteidigungsministeriums in Moskau Raketenübungen im Atlantik durchgeführt. Diese seien von den USA genau beobachtet worden, wie ein US-Beamter am Dienstagabend gegenüber Reuters unter der Bedingung der Anonymität erklärte. Zu keinem Zeitpunkt haben die Schiffe oder das U-Boot eine direkte Bedrohung für die Vereinigten Staaten dargestellt.
Währenddessen loteten Kubas Außenminister Bruno Rodríguez und sein Amtskollege Sergej Lavrov in Moskau Möglichkeiten zum Ausbau der strategischen Partnerschaft zwischen beiden Ländern aus. Russland wird Kuba maximale Unterstützung zukommen lassen, zitierte Prensa Latina am Mittwochmittag eine Äußerung Lavrovs. Dabei sei es unter anderem um Investitionsprojekte sowie die Entwicklung der Zusammenarbeit in verschiedenen Bereichen gegangen, hieß es auf einer gemeinsamen Pressekonferenz. Kubanische Medien hoben hervor, dass Lavrov den Gast als »meinen Freund« bezeichnet und für die Anwesenheit der kubanischen Delegation beim Außenministergipfel der BRICS-Staaten gedankt habe, der Anfang der Woche im russischen Nischni Nowgorod stattgefunden hat. Auf dieser Konferenz hatte der kubanische Chefdiplomat die Entschlossenheit seines Landes bekräftigt, auf der Suche nach beidseitigem Nutzen alle möglichen Wege für engere Beziehungen zu den BRICS zu prüfen, einschließlich der Möglichkeit, Partnerstaat der Gruppierung zu werden. Lavrovs Äußerungen könnten ein Hinweis auf die Unterstützung der Quasi-Bewerbung durch Russland sein, das derzeit den Vorsitz innehat. Rodríguez übermittelte seinem Amtskollegen außerdem Glückwünsche zum Nationalfeiertag. Er stimmte offenbar auch Lavrovs Forderung zu, das Wiederaufleben des Nationalsozialismus auf der Welt zu verhindern, da die Gefahr einer solchen Entwicklung durch die Politik der Vereinigten Staaten und ihrer europäischen Verbündeten bestehe. Am Vormittag hatte der Besucher ein Denkmal für Revolutionsführer Fidel Castro besucht und legte am Grabmal des unbekannten Soldaten einen Kranz nieder, um den Gefallenen des Zweiten Weltkriegs zu gedenken und die Helden des großen Vaterländischen Kriegs zu ehren. Kriegsgefahr. Als Antwort auf ein laufendes NATO-Manöver schickte Russland einige Kampfflugzeuge über die Ostsee, NTV berichtet. NATO-Kampfjets sind litauischen Angaben zufolge zu mehreren Einsätzen aufgestiegen, um ungekennzeichnete russische Militärflugzeuge im internationalen Luftraum über der Ostsee zu identifizieren. Insgesamt seien in der vergangenen Woche 11 Alarmstarts absolviert worden, teilte das Verteidigungsministerium in Vilnius mit. Zusammengenommen wurden dabei gut 2 Dutzend russische Kampfjets, Jagdbomber, Aufklärungs- und Transportflugzeuge sowie eine Passagiermaschine abgefangen und eskortiert. Die meisten davon waren den Angaben zufolge ohne vorab eingereichten Flugplan, Transpondersignal oder Funkkontakt unterwegs. Das Ministerium brachte die vergleichsweise hohe Zahl an Einsätzen mit mehreren Militärübungen in Verbindung, die die baltischen Staaten auf nationaler Ebene wie auch gemeinsam mit NATO-Verbündeten durchführten. Demnach findet gegenwärtig in der Ostsee etwa das jährliche maritime Großmanöver Baltic Operations Baltops statt, an dem sich über 50 Schiffe und Boote aus 20 NATO-Staaten beteiligen. Und an Land übten beim Manöver Iron Wolf 2024-1 mehr als 3.700 Soldaten aus Litauen und anderen NATO-Staaten. Estland, Lettland und Litauen besitzen keine eigenen Kampfjets. Die NATO sichert deshalb bereits seit 2004 den baltischen Luftraum. Dazu verlegen die Verbündeten im regelmäßigen Wechsel Kampfflugzeuge samt Personal in die an Russland grenzenden Staaten im Nordosten Europas. Stationiert sind die Einheiten in Šiauliai, Litauen und Nyevarde, Lettland. Deutschland hat die Aufgabe wiederholt übernommen und beteiligt sich seit Anfang März am NATO Air Policing Balticum. Das waren einige Meldungen der Woche. Die aktuelle Kamera verabschiedet sich, wünscht Ihnen noch einen schönen Abend, ein schönes Restwochenende und trotz alledem eine gute Woche.